Vincent und ich traten am Dienstag, den 15. September, im Kurt-Hirschfeld Forum auf und rockten 2 Stunden lang ihre Zuschauer mit ihren Songs. Auf die Frage, warum heißt sie eigentlich 17 Hippies? Unsere Band heißt 17 Hippies aus keinem besonderen Grund. Genau genommen hieß die Band schon 17 Hippies, als es 3 waren. Und der Ursprung liegt im Dunkeln. Das kann man sagen. Also ein Gründungsmythos ist, dass sie zu dritt waren. Und zwar Ukulele, Bass und Dudelsack damals. Dass sie als Vorgruppe von einer anderen Band spielen sollten. Und der Sänger der anderen Band wollte sie vorstellen. Und sagte, wie heißt ihr denn? Sie hat keinen Namen. Das erste, was in diesem Falle Christopher, der Ukulele gespielt, einfiel, war 17 Hippies. Und so war es eigentlich ein Akt der Fügung. Und hier ein Song. Wann war das? Nach dem Konzert sammelten wir ein paar Eindrücke von den Hippie-Fans. Aber heute haben die sich übertroffen. Das war super toll, ehrlich. Wir würden auch wieder hingehen. Ganz toll. Auch die Zugaben, die waren ganz außergewöhnlich. Fast ohne Ende. Und sehr vielseitig toll. Auch, die Künstler. Spitze. Ich kenne die 17 Hippies schon ganz lange und war ganz froh, dass sie hier in der Nähe auftreten. Und ich bin total Fan. Spitzenmäßig. Mitreißend, toll. Einfach schön, hier gewesen zu sein.